Aufnahmestream. Willkommen, ihr Lieben, zu einer Folge Clash of Clans mit mir und Thorsten. Ja, was hast du vergessen, Toto? Der olle Leader hier hat echt mal was vergessen. Das solltet ihr auf jeden Fall, wenn ihr Leader seid oder wenn ihr vielleicht Vize seid, also ihr wisst ja diese Vize, die immer Vize sein wollen, dann könnt ihr natürlich auch gewisse Sachen machen, nämlich neue Clankriege starten. Aber diese neuen Clankriege starten natürlich erst, wenn ihr nach der Clankriegsliga Boni verteilt habt. Also hier muss jemand Boni verteilen und ansonsten kannst du keinen Clankrieg starten, auch nicht als Vize, auch nicht als Superältester oder als Anführer. Und wir müssen hier halt ein wenig Bonus vergeben. Da tue ich mir immer ein bisschen schwer. Ich versuche das Ganze ein bisschen im Discord festzuhalten, wer hat eigentlich letztes Mal da Boni bekommen. Und ich gucke mal, ob wir überhaupt was im Discord haben. Denn ich pinne das dann immer an aus dem Vormonat, damit nicht immer die gleichen Boni bekommen. Oder wir haben natürlich auch immer Leute dabei. Ich gucke mal gerade bei Free-to-Play, bei Totos Bande, wo wir da stehen mit den angepinnten Nachrichten, aber ich glaube, ich habe das auch nicht mehr ganz verfolgt. Ich schaue mal gerade angepinnte Nachrichten. Die letzte Nachricht ist von ja, okay, das ist schon ein bisschen länger her. Ich will nicht drüber reden. Ist schon ein bisschen länger her, aber ihr seht das, wir haben hier die Clankriegsliga bestanden und natürlich bekommen immer meine größten Nörgler hier ihren Clankriegsbonus, ne? Das ist mein kleinster Clan hier. Nicolas, Clash On. Das ist, oder Nicolas. Das ist der Clan Totos Bande. Und dann schauen wir mal, wo wir noch ein bisschen Boni verteilen können. Ich nehme mal einfach jeden zweiten, weißt du? Ich nehme einfach jeden zweiten. Mehr kann ich schon gar nicht verteilen. Wir können gar nicht mehr verteilen. Ich gebe den weg und dann bin ich nicht schuld. Ich gebe den einfach mal weg und dann bin ich nicht schuld. Aber damit können wir jetzt gleich einen neuen Clankrieg starten. Ansonsten kannst du halt hier keinen Clankrieg starten, wenn du hier nicht angegriffen hast, beziehungsweise wenn du hier den Boni nicht verteilt hast. Und wir können nochmal in den letzten CK reinschauen. War Events, Pummelfee auf... Ja, da ist er gerade. Hallöchen. Hi Pummelfee, du kannst dir dein Desaster nochmal anschauen. Hier. Denn wir mussten hier Hit-Uppen über 2-3 Rathausstufen und irgendwann ist es dann halt aus. Irgendwann ist es dann halt aus und ich weiß, dass Pummelfee keine Blimp spielen kann Richtung Rathaus. Das ist natürlich auch doof, da müssen wir ein bisschen dran üben. Da müssen wir ein bisschen dran üben, Leute. Und also wenn ich mal da bin, erinnert mich, wenn ich mal bei Kronletter bin und das streame, dass ich sie mir ein bisschen an die Hand nehme. Weißt du, so an die Hand nehme. Bomo, wir machen jetzt mal ein bisschen Blimp. Ja? Bis zum Umfallen. Vorher geht es nicht ins Bett. So. Pummelfee ist Rathaus 12. Ja, ist das stimmt. Pummelfee ist Rathaus 12. Korvac, auf dich komme ich gleich zurück. Du hast deinen Pass noch nicht bekommen. Ich weiß, du hast den Pass noch nicht bekommen. Liegt halt daran, dass ich noch nicht wieder online war seit Freitag. Weil ich war ja Freitag das letzte Mal online. Da hast du den Pass gewonnen. Und ich war Samstag und Sonntag komplett offline hier von Clash of Clans. Samstag habe ich mal so einen Autowasch-Mutterntag gehabt hier und bin dann ins Bett gegangen irgendwann und bin morgens um 6, wie gesagt, nach Chromo gefahren. 6, halb 7 so. Circa. Ich muss noch vorher tanken, irgendwo an so einer Raststätte ein bisschen Strom auffüllen, dass ich auch zu Chromo hinkomme. Und dann war ich aber morgens da, wir haben schön gefrühstückt. Ich habe es zum zweiten Mal in meinem Leben geschafft, nach einem Jahr, dass ich Brötchen mitgebracht habe. Immerhin. Ja? Immerhin. Die Queen hat halt ein bisschen versagt. Die Queen hat es nicht ganz gepackt, aber ist auch bockschwer. Ich meine, selbst ein Stern ist hier nicht ganz so einfach, wenn du halt diese Blimp nicht machst, ne? Diese Blimp nicht machst und wenn ihr hier jetzt was im Chat seht, den Chat werde ich ja wieder ausblenden im Video, dann ist das so. Aber ich wollte auf jeden Fall nicht verpassen, dass ich euch wenigstens einen Angriff zeige aus den Clans. Also hier bei Totos Bande haben wir die Liga ganz, ganz easy gehalten. Aber der Leader hat es halt verpasst, Boni zu verschenken. Wir haben ja auch ein paar Vize. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich nicht alleine Vize bin. Also die Vize. Ja, ihr wisst, ihr kennt die Vize. Hätten das natürlich auch schon machen können. Wir können auf jeden Fall starten. Ich guck mal, was wir hier überhaupt haben. 6 Leute, okay. Blub. Ja, ich würde sagen Blub, oder? Das ist ein Blub.
Da müssen wir mal gucken. Ich mache natürlich mit ganz, ganz vielen im Moment meine Helden. Und auf Avatar war ich auch nicht die ganze Zeit. Also seit heute Morgen, seit Montagmorgen. Und konnte mir auch noch nichts abholen, habe auch noch nicht gespielt. Aber auch hier haben wir die Liga, hier haben wir die Liga richtig geil gespielt, muss ich sagen. Hier haben wir die Liga wirklich gut gespielt und ich gebe hier auch ein bisschen Bonus weg. Das kann nur ein Kohli da machen, ja. Ah, nee, warte. Da habe ich eine andere Idee, Leute. Ich mache den eben mal zum Co-Leader. Weil Avatar war am Wochenende auch raus. Wir haben ja in einem Clan noch etwas anderes gespielt, nämlich normalen CK. Deswegen habe ich den noch nicht aufgenommen. Ich gucke mal gerade hier unten, dass ich den mache. CK-Ticket, Schatten und Bonus vergebe ich nicht. Okay. Oh, jetzt so ruhig machen können, ehrlich. Hab da volles Vertrauen zu dir, glaub mir. Ich habe da mehr als volles Vertrauen zu dir. Also den Vize sollte man schon mehr als trauen, wenn es darum geht, Bonus zu verteilen, Clankriege starten, befördern zum Vize. So, jetzt müsste ich das eigentlich machen können. Jetzt kann ich auch Bonus vergeben. Jawohl, jetzt kann ich Bonus vergeben. Auch hier tue ich mich immer schwer, aber wir haben hier die Liga erstmal super gehalten. Wir gucken mal in das Ergebnis. Also wir sind Vierter geworden. Unbeabsichtigt Vierter geworden, weil wir gut gekämpft haben. Wir haben gut gekämpft, gut gehittertet, hit-uppet und da hat das Verhältnis hier auf jeden Fall super gepasst. Wir haben die deutsche Elite-Niederung, die Mercenaries, die auch die ganze Zeit vor uns waren und haben uns wirklich gut hochgekämpft hier und deswegen ist dieser Bonus auch mit 1, 2, 3, 4 Siegen absolut verdient, würde ich sagen. 7-mal kann ich ihn vergeben. Gucke mal, wen wir nehmen. Tim. Das hört sich immer so gleich an. Ne? Ich nehme mal jeden zweiten. Fahad ist zwar schon wieder raus. Der Fahad ist aus unserem Clan raus, aber ich gebe ihm trotzdem Bonus, weil der hier, der hat ja jetzt auch schon ein, zwei Saisons mitgekämpft, hat die CKs mitgemacht. Fand ich auch nicht schlecht. Naja, Old Greenhorn kriegt immer seinen ollen Bonus. Hier Lars, Monster. Monster hat es nötig. Zum Leveln würde ich sagen. Comblack ist auch so ein ewiger Nöler. Ne? So, Comblack, weißt du, das ist so ein ewiger Nöler. 3 Tage bevor die Clanspiele enden, sagt er immer, Leute, macht mal Clanspiele voll. Immer der gleiche Spruch. Immer zum gleichen Zeitpunkt. Und meinen gönne ich nichts, Avatar braucht nichts. Obwohl einen kann ich noch machen. Ne? Oder gönne ich Avatar doch mal was. Avatar hat ja gut gekämpft. Ne? Ich habe echt 16er niedergerungen. Ne? Ich würde sagen, ich gebe mir auch mal Bonus. Einen haben wir noch, aber die hier unten haben auch nicht mehr wirklich mitgekämpft, deswegen müssen wir was von oben rausnehmen. Dann nehmen wir einen Tim. So, weg, ab dafür und dann haben wir unseren Bonus und wir können dann auch einen Clankrieg starten. Ich schaue mal, was wir zusammenkriegen. 20, sehr geil. Okay, das aber außerhalb dieses Videos und auch im Clan Herausforderer sind wir wirklich gut liegen geblieben. Wirklich gut liegen geblieben, muss ich sagen. Auch wenn jetzt schon einer raus ist, glaube ich. Sind wir hier ganz, ganz nett gestartet in der Liga, beziehungsweise haben hier wieder bestanden. Also wir haben die Liga super gehalten, wir sind Dritter geworden, warte mal Gruppe, wir sind super Dritter geworden, also nur die Kings of Wars und die hatten ja so ein scheißen Glück, ne? Die hatten so ein Glück, dass ich hier mit meinem letzten Angriff nur 66% geholt habe. Hätte ich 62% geholt? Ne, 72, ne, 76%, ne? 6 plus 6 sind 2. Also ich hätte 72% holen sollen auf diese Base, dann hätten wir wenigstens ein Draw gehabt, also ein komplettes Draw, Sterne wie Prozente. Also mit 73% wäre ich dabei gewesen. Ist halt nicht gewesen. Ich habe es auch vorher nicht gesehen, dass es so knapp werden kann hier. Denn so schick waren die nicht, die Kings of Wars. Die haben halt irgendwie angegriffen und wir konnten uns dagegen auch super wehren. Und ich habe am Ende auch nicht gesehen, ja, okay, mit deinem Go-Hawk hier, beziehungsweise mit dem Hybrid, kannst natürlich ein bisschen was reißen. Ja, Queen geht natürlich wieder da, wo sie nicht hingehen soll. Nicht zum Rathaus, in die Lucke, aber jetzt machst du das doch. Und dann werden mir die Heiler da gleich weggebrannt und das Pony. Und dann löst natürlich auch der Investurm aus. Aber alles nicht so schlimm. Für alles gibt es einen Plan B. Selbst für den Ausfall der Queen. Selbst für den Ausfall der Queen gibt es einen Plan B.
Denn ich habe ja Hox in meiner royalen Championatin. Wenn die halt etwas macht, der King hilft noch ein bisschen mit. Beide sind im Gift, aber der Monolith fällt auch noch. Und das ist ja schon die Dreiviertelmiete, allerdings der Inferno, die Adlerartillerie hier haut richtig, richtig rein. Gott, zu viel geredet und zu wenig getrunken. Okay. Aber dennoch habe ich hier jetzt auch 2 Tage Stillstand gehabt, habe nur meine Clanstadt-Angriffe gemacht zum Einloggen. Ich habe keinen Boni verteilt. Ich habe nichts gestartet oder gestoppt oder was auch immer. Ich wollte nur die Clanstadt noch komplett von mir weg haben. Und das war mein Fokus. Mit den vielen Accounts, die ich hier gespielt habe, waren das auch 2 Stunden. Ich glaube, ich habe 2 Stunden gebraucht an 2 Tablets. Beziehungsweise dieses Video hier zu Ende machen. Naja, am Ende hat es halt ein bisschen an der Luft gefehlt. Wir hatten halt 63% gemacht und ich glaube, es war nur ein Timefail. Ich glaube, wir haben das nur als Timefail durchgehen lassen. Aber ich will jetzt hier auch Boni verteilen und dann haust du den Angriff raus, okay? Ja, ich weiß. Die paar Prozente, wir haben ja um 0,6% hier verloren, Leute, in den CK hier. Lass mal nochmal gucken hier. Ne, ihr seht das, 92 zu 92,60. Das sind nur ein paar Gebäude. War ärgerlich, aber okay, wir vergeben wir Bonus auch hier. 8 Mal kann ich vergeben und ich würde jetzt jeden zweiten Boni geben, aber Martin ist immer dabei, der kämpft hier mit 2 Accounts oder mit 3 Accounts teilweise und das sogar aus dem Urlaub auf dem Handy. Das ist auf jeden Fall gerechtfertigt. Kromoletta muss eh wachsen, da müssen die Helden noch ein bisschen ran, beziehungsweise die Pets müssen ran. Kevin ist so ein echtes Wunder, hat sich nie gemeldet im Chat, nur ganz, ganz kurz mal. Der ist schon seit ein paar Wochen bei uns, hat schon CKs mitgemacht, hat die ganze Liga mitgespielt, ihr seht das. 7 von 7, hat gute Sterne gemacht, echt nett, ist jetzt leider wieder raus. Das ärgert mich ein bisschen, ich brauche immer in einen Clan einen Kevin. Also wenn ihr Kevin heißt oder seid, kommt hier in den Clan Herausforderer, dann habe ich wieder einen Kevin. Kekse auf jeden Fall. Auch weil er hier Gast war und hat hier eine Saison mitgespielt und auch gut mitgespielt, muss ich sagen. Also auch da, ich meine, ich gebe den Leuten jetzt nicht immer Bonus, nur weil sie uns hier ein bisschen aushelfen. Das war jetzt einer, der hier ein bisschen aushelfen musste und dann kommt schon die Nuller. Entweder sagt man, okay, die Nuller müssen weiterkommen. Ja, also sagen wir mal, why not, könnte ich es gönnen. Er hat nicht mitgespielt, aber ich weiß, dass er aufstrebend ist, ja. Und ich kann ja immer noch Bonus verteilen, Leute. Ich kann immer noch Bonus verteilen. Proxy, auch toller Angreifer. Timboy, die ganzen Nachtschatten da oben. Ich würde eher sagen Nachtschatten 2 und dann nehmen wir noch Timboy 3 mit rein. Dann haben wir es hier durch, Ende. Ja, ich kann kommen. Du kannst immer kommen, Ghosty. Ja? Machst du es dir mit der rechten oder mit der linken Hand? Okay, das war jetzt natürlich nicht jugendfrei. Das muss ich rausschreiben im Video. Das muss ich rausschreiben, aber es war ultra knapp, aber dennoch super die Liga gehalten. Ich sehe uns nach wie vor in Champion 3-2, wenn wir alle am Start sind und alle fit sind, wie wir in dieser letzten Woche waren oder halb waren. Die letzten beiden Tage habe ich halt nicht gespielt. Wir starten jetzt gleich um 22.30 Uhr hier die Clankriege, denn das ist so ein bisschen so unsere Zeit vom Gefüge her. Von der Altersmentalität her starten wir sie eher spät, dann können wir schön spät anfangen. Ältere Leute sind auch öfter mal etwas länger auf als so 13-, 14-Jährige, die haben wir hier eh nicht. Ja. Weil ich ja Kevin heiße, meine ich. Ja, echt, du heißt Kevin? Okay. Hast dich gerade umbenannt oder was? Okay. Dann lass mal Kevin sein. Ich muss noch einen Pass verteilen und verlose gleich auch einen Pass hier im Livestream. Ich habe noch mehrere Pässe zu verlosen im Zuge bis zu meinem Urlaub, also irgendwann mache ich auch Urlaub, Ende spät August und dann sehen wir uns 2 Wochen nicht, was natürlich echt schade ist. Ich werde euch da auf jeden Fall in meiner Insta-Story immer auf den Laufenden halten, wo ich gerade abhänge, was wir gerade machen und weil ich so eine Deutschlandtour mache im E-Auto und da bin ich wirklich mal gespannt, ob das auch eine coole Sache ist, weil Insta, TikTok und sonstige sozialen Medien ist ja nicht meins, Facebook kriege ich noch hin. Und X kriege ich auch noch hin, aber die anderen Sachen sind halt überhaupt nicht meine. Und da will ich mal so ein bisschen Firma werden, dass ihr da mal ein bisschen mehr von mir seht, auch aus dem IRL. So schlimm ist es ja nicht. Also von daher bin ich ganz froh, dass wir das hier so cool gemacht haben.
in den drei Clans. Also alles, alle gehalten. Egal ob Herausforderer Free to Play oder Heraus oder Totus Bande. Und es war nicht zu erwarten, vor allen Dingen Totus Bande und Free to Play haben wir gedacht, wir steigen ab, weil die Gegner unendlich schwerer waren. Aber wir haben gut dagegen gestunken, haben unsere Sterne gemacht. Das ist ja auch nicht immer unwichtig. Macht die Sterne, auch wenn ihr seht, wir verlieren zwar, aber macht die Sterne gegenüber den Unteren, die noch unter euch seid, dass ihr euch immer so ein kleines bisschen absetzen könnt. Auch nicht ganz unwichtig. Ich weiß nicht, könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, aber ihr seid ja eh faule Kommentarschreiber. Übrigens stehen wir kurz vor den 15.000 Subscribern auf YouTube. Da war ich schon mal, bin wieder abgesackt, weil auf YouTube ist halt dieser Algorithmus, wenn du Videos machst, hast du Zuwachs, wenn du keine Videos machst, gehen die Leute weg. Ist ganz normal, ne? Ich bin genauso, ne? Wenn ich weiß, dass ein Kanal wenig Videos macht oder wenig streamt, dann abonniere ich den nicht mehr und gönne den auch kein Abo oder so. Also ich bin ganz genauso. Wenn euch die Folge gefallen hat, zu einem Wochendienstag, das lasst mir einfach einen Daumen nach oben da. Abonnieren nicht vergessen, twitch.tv/totoclashed mit einem https://// davor. Und dann seid ihr auf meinem Twitch-Kanal. Alles umsonst, abonnieren, dabei sein, Glocke setzen und dann verpasst ihr auch keinen Livestream mehr von mir. Bis dahin, ich liebe euch, euer Toto. Clashed.